Und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask Part 16. Wie immer, Let's Play mit und von mir, dem Xerox. Aua, jetzt habe ich mich verschluckt. Oh, holla. Gut, vielleicht sollte ich die Ansprache demnächst mal verändern. Sorry. Mega Fail. Ja, wir sind wieder da und springen erstmal tief hinunter. Platsch! Naja, ein bisschen stylischer. Like dem Ocarina of Time Spiel im Sora-Tempel beim Wasserfall hätte ich mir den Sprung schon gewünscht. Aber nun ja, kann man nichts machen. Wir haben eine große Mission jetzt hier erstmal in Zelda Majora's Mask. Und zwar wollen wir uns schon mal auf den Weg zum nächsten Tempel machen. Aber vorher wollte ich noch gesagt haben, es kamen ja jetzt ziemlich lange keine Majora's Mask Folgen mehr. Und ich will jetzt auch nicht groß mit Ausreden kommen, aber ich sage jetzt einfach mal, ich kam nicht zum Aufnehmen. Aber jetzt werden wieder Folgen kommen, kontinuierlich, ohne große Pausen dazwischen. Und ja, wollen wir einfach dort weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben? Zack, wir haben die Goronenmaske erhalten. Und da schreit er. Und jetzt können wir nochmal kurz zurückgehen, um ein bisschen Anlauf zu nehmen. Denn wir müssen uns ja hier durchhangeln. Aber sobald wir beim Tempel angekommen sind, möchte ich noch nicht reingehen. Ich will im Prinzip nur schon mal dort die Eulenstatue aktivieren. Weil danach werden wir dann kurz noch, ja, einige Sachen erledigen, die mir als wichtig erscheinen. Zack. Unter anderem bessere Ausrüstung, etc. Aber dazu später mehr. Oh nein, wir haben keinen Speed. Hilfe, nochmal zurück. Zack. Also fahren wir nochmal kurz zurück mit dem Goronen hier. Und oh, schön schnell können wir jetzt unterwegs sein. Mir fällt gerade was ein, ich bin ein Depp. Ich bin ja so ein Depp. Also nochmal Vollgas zurück. So, aufpassen, dass wir den Stein nicht mitnehmen. Komm, gib Gas, Gorone. Und zack. So, also nochmal zurück. Denn wir müssen natürlich noch vorher eine Kleinigkeit holen, die ich vergessen habe. Wir sind ja jetzt ein Gorone und können dementsprechend auch, ja, einige Sachen machen, die nur Goronen machen können. Wer hätte es gedacht? Zack. Wir bahnen uns jetzt hier erstmal den Weg wieder zurück ins Goronendorf, um uns dort halt nochmal ein bisschen umzusehen. Jetzt als Gorone eben. Zack. Und mal sehen, was wir dann so alles Interessantes entdecken, und generell der Weg dauert jetzt nicht mehr lange, denn wir können rollen, so wie ein Irrer, zumindest solange wir Mana haben. Da haben wir etwas freigelegt. Sieht nach Verwandtschaft aus. Nach ziemlich alter Verwandtschaft. Reden wir mal mit denen. Wow, der ist tiefgefroren. Das ist ja wirklich ein uralter Gorone. Ja. Tiefgefroren. Der überlebt noch bis ins nächste Millennium, aber ich würde sagen, wir geben hier trotzdem Gas. Als Gorone kommen wir auch locker hoch. Punchen den hier noch einmal weg. Bam! Komm her, wenn du dich traust. Hier kriegst du erstmal eine dicke, fette Arschbombe, wollte ich dir geben. Bup. Und da geht sogar der Schall flöten. Zack, da sieht man so ganz kurz eine Welle und das war's. Gut, wir haben gelernt, dass ein Hinterteil eines Goronen ziemlich mächtig ist, und wir wollen natürlich, jetzt wo wir uns hier umgucken können, etwas, ja, umsehen, und da finden wir dann ein Goronenschrein. Bitte sprechen Sie mit dem Torwächter über ihn. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal nach oben. Ich weiß, was er uns sagt. Wir müssen stampfen. Puff. Das ist nämlich ein geheimes Zeichen, und dann öffnet sich für uns die Pforte und wir können hinein. Boah, so langsam hat sich mein Hals auch erholt von dem Anfangs-Fail. Boah, da schreit jemand. Ist ja kaum zum Aushalten. Wer schreit hier so rum? Gehen wir doch direkt mal gucken. Aber mal sehen, ob wir hier vielleicht wieder neue Magie haben. Perfekt. So, noch einmal die Arschbombe. Puff. Schön. Mir gefällt's. Zack. Auch wenn der Gorone halt, ja, wenn er nicht rollt, ziemlich träge unterwegs ist, ist es dennoch ziemlich nützlich. Optisch gesehen mag ich die Goronen zwar nicht so sehr, aber die Fähigkeiten sind auf jeden Fall nicht zu verachten. Und hier wird das Geschrei immer lauter. Was ist denn hier los? Sag mal. Diese Koletten, bist du nicht dabei? Wir glaubten, du wärst tot, aber du lebst.
Wo warst du die ganze Zeit über? Auch der Älteste glaubte, dir wäre etwas zugestoßen, also ging er alleine zu Piki Berdia. Aber jetzt solltest du nach seinem Sohn sehen. Bitte beeile dich. Ja, wenn die wüssten, dass wir nicht der echte Damani sind. Beziehungsweise nur eine Reinkarnation. So. Ach du Schande. Ein Goron-Baby. Hallo, ich hier. Papi, Papi, mir ist kalt, Papi. Damani, wo ist mein Papi? Wo ist mein Papi? Oh. Wer ist denn hier sein Papi? Sag an. Oh, Damani, du bist am Leben. Wie wundervoll. Aber solange dieses Geschrei anhält, bleibt keine Zeit, um sich zu freuen. Sieh doch, die Fackel, die eben noch brannte, ist wieder erloschen. Und schon geht es wieder los. Oh nein. Oh ja. Ihr habt recht. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ich bin ein freier Gorone. Ich kann mich hier verziehen, wann ich will. Und ganz ehrlich, das ist jetzt. Sobald ich hier den letzten Krug erwischt habe, in dem natürlich nichts drin war, wie war es auch anders zu erwarten. Wir machen hier erstmal den Abgang. Zack. Haben direkt noch eine Vase zerdeppert, damit sie hier auch Spaß haben. Die sollen ja nicht einfach rumstehen. Und dann machen wir uns wieder auf die Socken. Denn, ja, ein Dorfältester ist uns suchen gegangen. Der Vater von dem Goron-Baby ist abhanden gekommen. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir diese Person nicht finden oder eventuellerweise sogar schon gefunden haben. Aber zuvor. I need water. Ich brauche Wasser. Wo krieg ich das denn nochmal her? Ah! Verdammt. Ich weiß, dass unter diesem Eisklotz eine heiße Quelle ist. Mit Wasser. Ach komm, jetzt geh mir doch nicht auf den Sack, du kleiner Wolf, du. Wer will aufs Maul, hä? Zwei Schläge von einem Goron und da steht nichts mehr. Wo der hinschlägt, wächst kein Gras mehr. Generell wächst hier sowieso kein Gras, da hier alles eingeschneit ist. Aber egal, wir müssen uns jetzt erstmal Wasser suchen. So, komm mal her. Zack und puff. Schön. Und ja, wenn ich mir recht überlege, müssen wir dafür sogar wieder ein ganz kleines Stückchen zurück. Und ich bin schon direkt am Überlegen, ob wir uns nicht einfach schnell per Lied der Schwingen einfach irgendwo hinporten. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch einmal. Einmal die Ocarina an der Hand und zack, komm. Selbstverständlich hat natürlich auch der Gorone ein neues Instrument. Und wenn ich jetzt noch weiß, wie das Lied der Schwingen geht... Dann vielleicht die andere Seite? Ach komm, ich bin mir sicher, dass es irgendwie links oben unten oder rechts oben unten war. Ach, ich gucke einfach jetzt nach. Was soll's denn? Was soll es denn? Zack, einmal noch das Lied der Schwingen nachgucken. Lied der Befreiung, nein. Lied der Schwingen. Unten links oben. Hä, habe ich das nicht gespielt? So, nochmal. Ah! Dann habe ich es anscheinend nicht gespielt. So, wir aktivieren das Lied der Schwingen und wie gewohnt können wir uns jetzt irgendwo hinporten. Und ich würde auch sagen, Sümpfe des Vergessens. Wenn da kein Wasser ist, dann weiß ich auch nicht. Aber Dämmerwald sollte schon reichen. Oder brauchen wir tatsächlich eine heiße Quelle? Das wäre fatal. Aber es kann auch wirklich sein, dass wir heißes Wasser... Ach, ich depp! Ich depp, klar, wir brauchten... Ja. Super. Wir sind im Dämmerwald und hier ist alles wieder vergiftet, da wir ja die Zeit einmal zurückgedreht haben. Und ich depp natürlich. Oben bei Damani war doch heißes Wasser. Also nochmal das Ganze. Wir porten uns ganz schnell wieder zurück. Tun so, als wäre natürlich überhaupt nichts geschehen. Zack, so. Einmal wieder zur Bergsiedlung. Ja, genau dort möchten wir hin. Die Schwingen wachsen dem Goronen aus den Arschbacken, wie man gut sehen konnte. Aber wenn Goronen so besser fliegen können, dann können sie so besser fliegen. Ist ja klar. Liegt ja auf der Hand. Meine Logik ist unbestechlich. Gut, ich würde sagen, wir porten uns noch einmal zurück, beziehungsweise verwandeln uns zurück von einem Goronen in den echten Link. Und dann machen wir hier wieder den Abgang, aber nicht den Tiefgang. Komm, kletter hier hoch, du kannst das. Oder auch nicht. Zack. So, einmal den hier.
Dann machen wir uns direkt zu einem Deko und dann können wir auch weitere Sprünge schaffen. So. Und wieder auf die andere Seite. Wir dürfen den ganzen Berg nochmal hoch. Zack, dass ich da auch nicht früher dran gedacht habe. Ich könnte mich ohrfeigen. So. Nee, auswendig kenne ich den Weg sicherlich nicht. Und ich hätte da schon gerne eine optische Unterstützung. Und die holen wir uns mittels dem Auge der Wahrheit. Also, nochmal den ganzen Berg hier hoch. Zack. Jetzt hätte ich gerne einen Speed-Knopf. Aber wir haben jetzt schon einen guten Drittel des Weges geschafft. Von daher sollten wir uns nicht beklagen. Es könnte schlimmer sein. Zum Beispiel, wenn wir den falschen Weg einschlagen würden. Was aber nicht passiert, denn ich weiß, wir müssen jetzt nach links. Und die nächste Abbiegung nach rechts. Und dann sind wir auch schon so gut wieder. Leider müssen wir uns da mit dem heißen Wasser natürlich beeilen. Wir haben nicht unendlich Zeit, da das Wasser hier nach einer Zeit auch abkühlt und stinknormales Wasser wird, mit dem man nicht mehr viel anfangen kann. Und im Prinzip sind wir jetzt da, wo wir eben den Part begonnen haben. Schön, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Gut. Oh nee. Wir müssen leider unsere Fee aufgeben. Zack, komm mal raus. Kleine Fee. Ciao. Danke für die Genesung und mach's gut. Wir holen uns dann einmal schnell Wasser und dann machen wir wieder den Abgang zu dem lebendigen Fossil, was wir eben gesehen haben. So. Ach. Habe ich das noch gar nicht gemacht? Ich faule Sau. Denn wir können uns hier hinterstellen. Zack. Und als Gorone den schweren Klotz wegschieben. Und wir haben eine heiße Quelle freigesetzt. Oh, tut das gut. Vor allem im Winter. Nicht zu verachten, so eine schöne heiße Quelle. Wir nehmen uns einmal schnell heißes Quellwasser mit. Du hast die Flasche mit heißem Quellwasser gefüllt. Setze es durch Drücken von C ein, bevor es wieder abkühlt. Also, ganz schnell, zack. So, wir machen uns hier nochmal wieder kurz zum normalen Link, damit wir gleich als Gorone im Wasser nicht absaufen. Und Leute, drin ist warmes Wasser, ihr müsst hier nicht so rumstehen. Ach. Ich könnte ihn jetzt befreien. Das würde meine Moralpunkte steigern, aber wer braucht schon Moral? Ab dafür! Zack! Bumm! Genau dazwischen gelandet. Zum Glück. Es hätte bestimmt einiges abgezogen, wenn wir auf den Eisschollen gelandet wären. Und jetzt schnell zum... Oh, ich hab doch nach rechts gedrückt. Die Goronenmaske als Deko anziehen. Auch ganz lustig. Und dann machen wir wieder den Abgang in diese Richtung aber. Denn wir wollen ja uns beeilen, bevor, wie gesagt, das Quellwasser, ja, nicht mehr heiß ist. Jo! Da hinten schwebt wieder Tingel. Ah, der alte Tingel, du! Hat der nichts Besseres zu tun, als durch die Gegend zu fliegen. So, hier, das hauen wir nochmal auf. Und eine ganz ärgerliche Sache, wenn ich das jetzt daneben haue, dürfen wir den ganzen Weg normal laufen. Das passiert mir irgendwie oft, deswegen stellen wir uns mal ganz nah dran. So, zack, alles richtig machen. Und wir holen das heiße Wasser raus und vergießen es. Und es ist geschmolzen, juhu! Dann reden wir mal. Huch, wo bin ich? Wow, ist es schon so spät? Ich muss mich beeilen. Ey, wohin willst du denn? Ey, du bist voll am Zittern, du kannst doch so nicht mehr weiter. Du bist ja Mani. Aber bist du denn nicht tot? Halluziniere ich etwa? Vielleicht ist es auch nur ein Trugbild von dem Gipfel des Berges. Ich werde zum Narren gehalten. Aber das ist unmöglich. Ich wende mich nicht ab. Ich durchschaue die Illusion. Gleich bist du verschwunden. Ich bin noch hier. Was? Mein Sohn weint, weil er mich vermisst? Oh, woher weißt du das? Mein Sohn vermisst mich? Oh, vergib mir, mein Kind. Dein Vater muss etwas erledigen. Uff. Damani, egal ob du ein Geist bist oder ein Hirngespinst, es kümmert mich nicht länger. Wenn du Mitgefühl für meinen kleinen Sohn verspürst, dann wiege ihn sanft mit diesen Klängen in den Schlaf, lausche dem Klang meiner Trommel.
Dieselbe Melodie wurde einst für dich gespielt, als du noch klein warst. Oh, eine kleine Trommel. Wie ging noch diese Melodie? Lass dich mich noch einmal spielen. Oh, das kann ja was geben. Ah ja, ja, etwa so. Es hat keinen Sinn, ich kann mich nur an den Anfang erinnern. Ich werde dir nun den Anfang beibringen. Na gut, dann eben nur der Anfang. Zack, 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 zack und zack. Du hast das Schlummerlied. Erster Teil gelernt. Oder was auch immer da jetzt stand. Du hast das Schlaflied-Intro erlernt. Ach, Intro. Schön. Es gleicht dem beruhigenden Gesang eines bedächtigen Vaters. Ich habe das Lied nicht vergessen, doch kann ich bei dieser Kälte nicht besser spielen. Auf jeden Fall zähle ich auf dich. Oh ja, das Problem mit der Kälte kenne ich. Wenn es kalt ist, kann man echt scheußlich spielen. Gut, ich würde sagen, wir haben wieder, ja, wenigstens etwas in dem Part geschafft. Ich roll uns hier noch kurz hinauf. Zack, nämlich in eine etwas sicherere Gegend, wo hier nicht die ganze Zeit Wölfe spawnen. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part fürs Erste und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir dann halt versuchen, dem Sohn von dem Dorfältesten, ja, zu beruhigen. Also, bis zum nächsten Part. Ciao!